Ich bin Admiral Villeneuve, gefangen genommen in der Schlacht von Trafalgar. 6 Monate in englischer Kriegsgefangenschaft. Aber heute bin ich frei. Frei, nach Frankreich zurückzukehren, an Bord dieses Parlamentärschiffes. Frei, endlich vor dem Kaiser Rechenschaft ablegen zu können. Ich hätte nur einen Fehler gehabt, sagte er. Ich sei unfähig gewesen, ungehorsam zu sein. Heißt das, ich hätte mich seinen Befehlen widersetzen sollen? Hätte das Frankreich die Herrschaft über den Ärmelkanal gebracht? Der Ärmelkanal. Darum ging es. Sich seiner 6 Stunden lang bemächtigen und Englands Schicksal wäre besiegelt. Aber 6 Stunden auf dem Ärmelkanal zu herrschen, ist eine Ewigkeit. Wird der Kaiser mir überhaupt eine Audienz gewähren? Ich weiß, dass die Presse den Befehl erhielt, nichts über Trafalgar verlauten zu lassen. Aber ich bin nicht zum Schweigen zu bringen. Ich werde mich zu verteidigen wissen. Ich werde den infamen Äußerungen, die meine Ehre und das Ansehen meiner Familie, meiner Gattin beschmutzen, ein Ende machen. Er muss mich anhören. Er wird mich anhören. Trafalgar, eine lange Geschichte, die 1798 in Abukir in Ägypten begann, im Verlauf meiner ersten Begegnung mit Admiral Nelson. Die englische Flotte verfolgte uns durch das Mittelmeer und hat uns schließlich in der Bucht von Abukir an der ägyptischen Küste überrascht. Ich befehlige die Nachhut unseres Geschwaders. Vorhut und Zentrum unserer Flotte erleiden einen heftigen Angriff, den der britische Admiral Nelson leitet. Der Kampf wird gnadenlos geführt. Die Leute sind auf ihren Posten. Mit Feuereifer stellt sich unser Geschwader dem englischen Angriffssturm entgegen. Meine Mannschaft kocht vor Ungeduld. Sie ist bereit, sich mit den Engländern zu schlagen. Aber ich habe keinen Befehl erhalten. Ich kann nicht eingreifen. Die Engländer umzingeln uns, das haben wir nicht erwartet. Sie greifen nicht auf einer geraden Front an, wie es in Europa üblich ist. Dennoch erblicke ich in einiger Entfernung ihr Admiralsschiff, das von Nelson befehligt wird. Ein Befehlshaber, der die Kühnheit besitzt, einen nächtlichen Angriff zu wagen. Sein Hass auf uns treibt ihn zu den größten Waghalsigkeiten. Er hat nur einen Gedanken, uns zu vernichten. Bonaparte vernichten. Aber Bonaparte ist nicht hier. Er ist schon vor einigen Tagen mit seiner restlichen Armee an der ägyptischen Küste gelandet. Zur Zeit der Ereignisse von Abukir hatte Nelson bereits einen tiefen Hass auf Frankreich entwickelt. Frankreich führte seit Jahrhunderten gegen England Krieg. Es war sein Erzfeind und die französische Revolution galt als besonders erbärmlich. Nelson war Sohn eines Geistlichen. Er verabscheute die Gottlosigkeit der Revolution und war über ihre Brutalität empört. Er war der Ansicht, Napoleon sei ein Abenteurer, der Europas Frieden bedrohe und dem deshalb Einhalt geboten werden müsse. Er bezeichnete ihn als eine Pest für das Menschengeschlecht. Nelson ist sozusagen der Inbegriff des britischen Marineoffiziers. Er ist mit 12 Jahren in das Korps eingetreten. Das heißt, er hat dort von der Pike auf gedient. Er ist zwar Sohn eines Dorfgeistlichen, aber zugleich auch der Urgroßneffe des Premierministers Walpole und zum anderen war sein Onkel selbst Admiral und einer der mächtigsten Männer der Royal Navy. Die Schlacht wütet nun bereits 4 Stunden. Unsere Männer fallen im Feuer der englischen Kanonen. Die Verluste sind nicht zu beziffern. Unser Geschwader ist dezimiert. Ich habe noch immer keinen Befehl erhalten. Unsere Machtlosigkeit ist beschämend, aber wir kämpfen gegen den Wind. Alle gemeinsam in einem Verbund, um so unsere traditionelle Schlachtlinie aufrechtzuerhalten. Die Orient, unser Admiralsschiff, wurde soeben versenkt. Bereits die Hälfte unserer Flotte ist verloren gegangen. Was soll ich tun? Retten, was noch zu retten ist, oder zum Gegenangriff übergehen? Ich darf meine Männer nicht unnütz opfern. Mein Entschluss ist gefasst. Ich ziehe mich mit der Nachhut vom Schlachtfeld zurück. In dieser Nacht kann ich nicht ahnen, dass meine Route, die von Admiral Nelson, schon bald von neuem kreuzen wird. In Abukir gingen 80% der französischen Truppen verloren. 80% der Truppen. Es handelt sich also um eine echt große Vernichtungsschlacht. Gewissermaßen die erste große Vernichtungsschlacht in der Geschichte überhaupt. L'Angleterre a
England hat im Ägyptenfeldzug schließlich den Sieg davongetragen, aber es ist ein Pyrrhus-Sieg. England ist kräftemäßig am Ende. Der Krieg schwächt das Land und das englische Pfund, mit dem die Bündnisse auf dem Festland finanziert werden. Und so kommt es 1802 zum Frieden von Amiens, der den im April 1792 begonnenen Krieg beendet. Erstmals seit April 1792 lebt Frankreich mit Europa wieder in Frieden. Bonaparte hat dadurch gewaltig an Ansehen gewonnen, was mit der Grund dafür ist, dass er zum Konsul auf Lebenszeit ernannt und später zum Kaiser gekrönt wird. Das Problem ist nur, dass die Befehlshaber beider Seiten aus reinem Zwang Frieden schließen. Aber keiner der beiden hat nachgegeben. Der Friede von Amiens hat kein einziges Problem gelöst. Sobald die beiden Länder erneut Krieg führen, geraten sie in dieselbe strategische Sackgasse, in der sie vor dem Frieden steckten. Und Napoleon, der seine Flotte verloren hat, sieht sich gezwungen, auf sein altes Vorhaben zurückzukommen, in England einzufallen. Darum das Lager von Boulogne. Ein dauerhafter Friede mit England, das ist für die meisten meiner Mitbürger schwer vorstellbar. Unsere beiden Nationen sind seit ewigen Zeiten verfeindet. Die Vorhut der napoleonischen Armee ist bereits in Boulogne stationiert. Der Hafen wurde von Napoleon wegen seiner Nähe zu England gewählt. Und auch in Anspielung auf Caesar, dessen Invasion Englands von demselben Hafen aus mit Erfolg gekrönt war. Boulogne-sur-Mer, ein Küstendorf, das gerade mal 5000 Seelen zählt, verwandelt sich mit einem Schlag in eine Hafenstadt von 40.000 Einwohnern. Der ideale Brückenkopf für eine Invasion Englands. Die Landschaft verändert sich. Der Bau eines großen Hafens, des Bassin Napoléonien, schreitet schnell voran, um Tausende für die Landung bestimmte Schiffe aufzunehmen. Bonaparte enthüllt dem britischen Botschafter, was ihn im Innersten beschäftigt. Ihr besitzt eine Marine, der ich selbst nach 10 Jahren unermüdlichen Bemühens nichts Ebenbürtiges entgegensetzen könnte. Aber ich besitze 500.000 Mann, die bereit sind zu marschieren. Eine zweimonatige Besetzung Englands würde Frankreich einen 100-jährigen Frieden bescheren. In allen französischen Häfen von Dunkerque bis Cherbourg werden Truppen und Kriegsmaterial stationiert und schließlich in Boulogne-sur-Mer konzentriert. Sämtliche Schiffswerften Frankreichs machen sich daran, mit Geschützen bestückte Schaluppen, flache Landungsboote und Kähne zu bauen. Von überall treffen Hilfe und Spenden ein. Die großen Städte stellen sogar Schiffe zur Verfügung. Die Soldaten verzichten auf einen Teil ihres Solds, um sich an den Kriegskosten zu beteiligen. Es kommt zu einer allgemeinen Mobilmachung. Rund um die Uhr, Tag für Tag, herrscht rege Aktivität. Das Hämmern der Werkzeuge gibt den Rhythmus des Alltags von Boulogne an. Bald ist das Gerücht in aller Munde. Eine gewaltige Flottille von 2000 Schiffen, die zum Transport der Truppen vorgesehen ist, soll die Invasion ermöglichen. Das Vorhaben löst regelrechte Begeisterung im Volke aus. Die Hoffnung, England zu besiegen und endlich unsere Niederlage wettzumachen, lässt alle mit Leib und Seele an der gemeinsamen Sache teilnehmen. Aller Augenmerk richtet sich auf die See. Einige Historiker vertreten die Meinung, die Drohung mit einer Invasion sei ein riesiger Bluff gewesen, der es Napoleon erlaubte, im Lager von Boulogne eine gewaltige Armee zusammenzuziehen, ohne das Misstrauen seiner eigentlichen Gegner Österreich und Russland zu erregen. Nach einer Untersuchung des Marineetats wuchsen die der Flotte gewährten Kredite vor dem Trafalgar-Feldzug plötzlich auf das Doppelte an. Allein die Ausgaben für die Flottille von Boulogne beliefen sich auf 60 Millionen. Das entsprach dem Preis von rund 50 Schiffen. Es ist ein sehr teurer Bluff. Im Lager von Boulogne sind die besten französischen Truppen versammelt. In unserer ganzen Geschichte gibt es keine Armee, die mit der im Lager von Boulogne vergleichbar wäre, denn sie wird täglich geschult und gedrillt. Wir begegnen dieser Armee später in Deutschland, in Austerlitz wieder. Und es handelt sich wohlgemerkt um eine nationale Armee. Es mussten im großen Umfang Erdarbeiten vorgenommen werden. Straßen und Infrastrukturen wurden erneuert, Häfen und Dämme gebaut, Gebäude errichtet. Das verlangte ungeheure Anstrengungen. Die Geschichte hat das noch immer nicht gewürdigt. Aber damals löste es eine außerordentliche Begeisterung unter allen Beteiligten aus. Denn sie waren alle jung. Sie glaubten daran. All die jungen Ingenieure, Artilleristen und so weiter widmeten sich diesem Projekt mit größter Hingabe. Tausende Soldaten unterziehen sich dem täglichen Drill. Seit Menschengedenken hat es keine so spektakuläre Armee gegeben wie die von Boulogne. Die genannten Zahlen sind schwindelerregend.
150.000 Mann und 10.000 Pferde. Von 72.000 Infanteristen, 16.000 Kavalleristen, 9.000 Artilleristen und mehr als 400 schweren Geschützen ist die Rede. 21.000 Marinesoldaten sind in der Flottille im Einsatz. Das ehrgeizige Vorhaben nimmt zusehends Gestalt an. Die Engländer dachten nicht, dass Napoleon blöffte. Sie waren besorgt. Und unzählige meldeten sich freiwillig, ähnlich wie 1792 und 93 in Frankreich, als Zehntausende sich freiwillig verpflichteten, um das Land gegen die Invasion zu verteidigen. Das Gleiche geschah in den Jahren 1803 und 1804 in England. In England herrschte große Sorge über die Zusammenziehung der Truppen in Boulogne. Jeder wusste, dass auf der anderen Seite des Ärmelkanals die beste Armee Europas bereitstand. Am 16. August 1804 erlebt das Lager von Boulogne mit einer Ordensverleihung der Ehrenlegion seinen Höhepunkt. Diese grandiose, mit großem Prunk und aller Feierlichkeit begangene Zeremonie besiegelt das Bündnis zwischen der Armee und ihrem Führer. Der Kaiser, auf dem Thron des Frankenkönigs Dagobert I. sitzend und England den Rücken zugewandt, verleiht 2000 Ehrenkreuze. Auszeichnung der bedeutenden Männer in einer erklärtermaßen neuen Welt. Zeugnis des Stolzes, Franzose zu sein und dem Kaiser zu dienen. 100.000 Mann stehen vor ihm. 100.000 Mann vereint in dem Stolz, der größten Armee Europas anzugehören. In einem Zeitraum von knapp 2 Jahren sind das Lager von Boulogne und das napoleonische Hafenbecken entstanden. Die große Armee ist aufgestellt und die gewaltige Landungsflottille steht bereit zur Überfahrt. Jetzt gilt es nur noch, die Royal Navy aus dem Ärmelkanal zu locken. In meiner Heimatstadt Valensole in der Provence erfahre ich von meiner Ernennung. Ich erhalte den Befehl über die Flotte von Toulon als Nachfolger des vorzeitig verstorbenen berühmten Admirals La Touche-Treville, eines unerschrockenen Kommandanten und hoch angesehenen Mannes, so dass ich mir der Ehre durchaus bewusst bin. Ich weiß, dass die ganz und gar von seinem urwüchsigen Temperament eingenommene Mannschaft ihm bis ans Ende der Welt gefolgt wäre. Ich entdecke mit Vergnügen und voller Stolz mein Admiralsschiff, die Bucentaure. Ein prächtiger Zweidecker, glänzend, majestätisch, mit 80 Kanonen bestückt und einer kampferprobten Mannschaft ausgerüstet, eine Rarität in unseren Zeiten. Beim Anblick der Bucentaure verspüre ich die Gewissheit, dass wir es bald mit der Royal Navy aufnehmen können. Anfang März 1805 arbeitet Napoleon das Manöver aus, das die Invasion Englands ermöglichen soll. Der Plan berücksichtigt die Tatsache, dass Spanien an unserer Seite in den Krieg eintritt. Der Kaiser verfügt somit über etwa 30 zusätzliche Schiffe. Der Hauptgedanke besteht darin, vor den Antillen, also außer Sichtweite des Gegners, alle verfügbaren französischen und spanischen Seestreitkräfte zusammenzuziehen und sie dann an den Eingang des Ärmelkanals zu entsenden. Die Antillen waren der bei weitem günstigste Ort für einen Angriff. Sie stellten die wichtigste wirtschaftliche Einnahmequelle des britischen Empire dar. Von hier stammte der Hauptteil des Geldes, mit dem die Engländer den Kampf gegen ihn finanzierten. Wenn Napoleon sie an dieser Stelle angriff, trafe die Seele der britischen Wirtschaft und die Position Englands als europäische Bank. Die Antillen waren der wundeste vom Meer aus erreichbare Punkt des Empire, wo die Engländer einen Angriff der Franzosen am meisten fürchteten. Von diesen Manövern überrascht werden die Engländer sich dem siegreichen Vorrücken der gewaltigen Flotte bis nach Boulogne nicht widersetzen können. Das von Missiessy befehligte Geschwader von Rochefort, das sich bereits vor den Antillen befindet, muss vor Ort warten. Das mächtige in Brest stationierte Geschwader des Admirals Gantôme soll ohne Kampfhandlungen in See stechen, in Ferrol die dort liegenden französischen und spanischen Geschwader aus ihrer Blockade befreien und anschließend Fort de France auf Martinique anlaufen. Des Weiteren muss das von Villeneuve befehligte Geschwader von Toulon das Mittelmeer verlassen und sich bei Cadiz mit dem Geschwader des Admirals Gravina vereinigen und ebenfalls nach Fort de France aufbrechen. Die Befehle sind eindeutig. Ich soll die Blockade von Toulon durchbrechen, mich dann einem spanischen Geschwader in Cadiz anschließen und Kurs auf die Antillen nehmen. Der Kaiser hält seine endgültigen Pläne streng geheim. Nur seine Generäle an Land genießen sein Vertrauen. Für die Seeleute hat er nicht die gleiche Achtung, die Marine ist ihm oft im Wege. Seine Admiräle unterrichtet er nur vereinzelt und bruchstückhaft. Von dem Plan als Ganzem habe ich also keine Kenntnis. Aber ich bin Offizier
Ich tue meine Pflicht, weiß meine Bedenken für mich zu behalten, kümmere mich nicht um Dinge, die mich nichts angehen. Wenn seine Majestät es verlangt, ist es meine oberste Pflicht, ihm zu Diensten zu sein und seine Befehle auszuführen. Ich ahne nicht, dass in diesem Moment meine Zukunft, die der französischen Marine und das Schicksal Englands auf dem Spiel stehen. Ich ahne auch nicht, dass unsere Fahrt zu den Antillen die Engländer zwingen soll, uns zu verfolgen und den Ärmelkanal ungedeckt zurückzulassen. Ihre große Zahl an Schiffen erlaubt es ihnen, vor all unseren Häfen Blockaden zu errichten. Ihre Geschwader überwachen uns. Ich nutze die Tatsache, dass die Schiffe des Admirals Nelson vor Sardinien geankert haben, um das Weite zu suchen. Ich bin mir sicher, dass er mich nicht bemerkt hat. Die Geschichte wiederholt sich. Wie in Abukir entkomme ich Nelson auch diesmal. Nelson erfährt erst mehrere Tage später, dass wir Toulon verlassen haben. They've escaped. Damn the Frenchies! Damn them! Er beschließt, die Verfolgung aufzunehmen. Die englischen Marinesoldaten haben große Erfahrung im Manövrieren und Kämpfen auf offener See und verstehen es, eiserne Disziplin zu wahren. Ihre Schiffe sind die mächtigsten und am besten bewaffneten der Welt. Ihre Mannschaften bestehen nur aus erfahrenen Leuten. Doch infolge einer Fehlinformation ist Nelson überzeugt, wir seien nach Ägypten aufgebrochen. Er lässt seine gesamte Flotte in die falsche Richtung auslaufen. Er verliert unsere Spur. 3 Wochen vergehen, bevor Nelson erfährt, dass wir gemeinsam mit der spanischen Flotte, der wir uns in Cadiz angeschlossen haben, zu den Antillen unterwegs sind. Ich habe Gibraltar ohne Zwischenfälle passiert. Ich freue mich sehr darüber. Mein Geschwader ist in Sicherheit. Ich weiß in dem Moment, dass ich einen Vorsprung vor meinem Gegner habe, aber nicht, dass er einen Monat beträgt. Das Schicksal ist uns gewogen. Verärgert darüber, dass er sich hat täuschen lassen, setzt Nelson die Jagd auf uns fort. Damit missachtet er die Befehle der britischen Admiralität. Er sollte die Verteidigung des Ärmelkanals sichern. Wir sind in Fort-de-France angelangt, aber haben noch immer nicht die leiseste Ahnung, wie das endgültige Ziel heißt. Warum wurden französische und spanische Flottenverbände vereint? Sind die Antillen unser tatsächliches Ziel? Wozu diese Geheimnistuerei? Unter diesen Bedingungen ist nicht die geringste Initiative möglich. Während ich auf weitere Anweisungen warte, bin ich mir bewusst, dass Nelson jeden Moment auftauchen kann. Er hasst es zu verlieren. Ich muss wachsam bleiben. Ich darf und werde keinen Fehler begehen. Ich habe alle seine Schlachten studiert. Ich kenne seine Taktik. Ich weiß, wie er kämpft. Unser Aufenthalt auf Martinique dauert an. Und noch immer keine Nachricht vom Kaiser. An Bord unserer Schiffe geht das Leben weiter. Manchmal packt uns das Heimweh. Gern denke ich an die plätschernden Quellen und lieblichen Gärten in meiner friedlichen Provence zurück, wo selbst die Mücken weniger aufdringlich und gefräßig sind als hier. Die Mannschaften scheinen sich keine Sorgen zu machen. Aber ich liege auf der Lauer. Ich warte auf die Ankunft einer Fregatte, die mir neue Befehle übermittelt. Der Feldzug des Admirals Villeneuve hat gut begonnen. Er konnte ohne Zwischenfälle Toulon verlassen, das spanische Geschwader von Cadiz aus der Blockade befreien und bis nach Fort-de-France gelangen. Nelson hat wertvolle Zeit im Mittelmeer verloren und Gibraltar mit einem Monat Verspätung passiert. Doch die anderen Teile des genialen Plans verlaufen weniger erfolgreich. Monsieur C. konnte nicht rechtzeitig benachrichtigt werden. Er kehrt nach Europa zurück. Dantôme kann angesichts einer unüberwindlichen Blockade nicht kampflos auslaufen, sodass der ursprüngliche Plan geändert werden muss. In Italien arbeitet der Kaiser an weiteren Alternativen. Danach soll Villeneuve, nachdem er die englischen Antillen verwüstet hat, Kurs auf Ferrol und anschließend auf Brest nehmen, um die in diesen Häfen stationierten verbündeten Streitkräfte aus ihrer Blockade zu befreien. Mithilfe dieser Verstärkung kann er dann in den Ärmelkanal vordringen und Bologna erreichen. Aber wie gelingt es Napoleon, die entsprechenden Befehle an seine Geschwader weiterzuleiten? Er befindet sich ja nicht unbedingt in Paris. Während des Trafalgar-Feldzugs hält er sich in Mailand oder Lyon auf, muss also seine Nachrichten erst einmal nach Paris senden, was etwa 10 Tage dauert. Danach werden die Befehle an einen günstig gelegenen Hafen weitergeleitet, in diesem Fall nach Rochefort, und von dort mit einer oder mehreren Fregatten übersandt. Von einer Kontrolle der Naturgewalten auf See kann damals nicht die Rede sein. Zudem ist die Gefahr, dass Depeschen unterwegs abgefangen werden, sehr hoch, weshalb man gleich mehrere Schiffe zu dem Geschwader bei den Antillen ausschickt, das obendrein erst einmal geortet werden muss. Es existieren also viele Unwägbarkeiten in der Nachrichtenübermittlung, die sehr unsicher und langsam vor sich geht.
Unsere Anwesenheit auf Martinique ist also Teil eines groß angelegten Ablenkungsmanövers. Wir sollen Kurs auf Boulogne-sur-Mer nehmen und die Invasion Englands vorbereiten. Allerdings ohne die Geschwader von Gantôme und Monsieur C. Der Kaiser verzettelt sich und versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu erreichen. Er bereitet die Invasion Englands vor und will auch die englischen Besitzungen auf den Antillen angreifen. Vor Antigua bringen wir einen Konvoi britischer Handelsschiffe auf. In Erwartung des Rapports über die Verhöre der Gefangenen begebe ich mich ins Schiffslazarett, um mich nach den Kranken zu erkundigen. Ihre Zahl wächst ständig. Endlich bringt mir mein Stabschef den Rapport über die Verhöre der englischen Gefangenen. Nelson liegt vor Barbuda. Wenn Nelson vor Barbuda liegt, kann er nicht im Ärmelkanal sein. Zum ersten Mal in meiner Admiralslaufbahn bin ich bereit, einen Befehl zu missachten. Ich fasse die Gelegenheit beim Schopfe und beeile mich, Kurs auf Europa zu nehmen. Ich muss nach Boulogne zurückkehren und dort die Invasionsflottille unterstützen. Infolge der Verfolgungsjagd durch Nelson konnten wir seit Verlassen des Mittelmeers nur wenige Häfen anlaufen, um uns mit Nachschub zu versorgen. Ich bin mir wohl bewusst, dass ich früher oder später gezwungen sein werde, die Verpflegung zu rationieren. Ich weiß leider auch, dass unsere Besatzung schließlich an Ernährungsmängeln erkranken wird. Die uns verfolgenden Engländer hingegen haben dank ihrer beispiellosen Erfahrung mit langen Seeaufenthalten keinerlei Versorgungsprobleme. Die letzte Etappe unserer Rückkehr nach Europa ist mühselig. Das schlechte Wetter trägt das Seine dazu bei. Auf tagelange Flauten folgen schwere Stürme. Die Moral der Truppen ist angeschlagen. Indessen wird nicht Nelson unsere Route kreuzen, sondern ein anderer Engländer, der Admiral Robert Calder. Ich erkenne kaum mein eigenes Geschwader. Es kann uns nicht aufhalten. Am 22. Juli 1805 treffen die 20 Schiffe des Admirals Villeneuve, 14 französische und 6 spanische, vor Cap Finisterre auf die 15 Schiffe des Admirals Calder, der auf der Route über Ferrol zu ihnen gestoßen ist. Die Sicht ist so schlecht, dass sich die Gegner zeitweise aus den Augen verlieren. Die Begegnung ist unter dem Namen Gefecht der 15-20 in die französische Geschichte eingegangen, in Anspielung auf die Zahl der Gegner. Die französisch-spanischen Truppen scheinen einen Moment lang die Oberhand zu gewinnen, doch dann verlieren sich die Gegner im Nebel. Am nächsten Morgen muss Villeneuve feststellen, dass 2 spanische Schiffe verschwunden sind. Er verliert unweigerlich und vollständig die Fassung wegen der vielen Kranken an Bord, dem schlechten Zustand der Ausrüstung und so weiter. Es zeigt, wie unsicher er seiner selbst ist. Er beginnt zwangsläufig, die sehr weit gefächerten Befehle zu interpretieren, denn Napoleon hat verschiedene Befehlsoptionen vorgesehen. Entweder fährt er hinauf bis Brest, um sich mit dem dort stationierten Geschwader nach Boulogne zu begeben. Er erwägt sogar, die Route über Nordengland zu nehmen. Und falls völlig unerwartete Ereignisse dies erfordern sollten, hat er auch die Erlaubnis, Cadiz anzulaufen. Letztlich war es diese Vielfalt an Möglichkeiten, die Villeneuve ins Wanken brachte und ihn am Ende die einfachste Lösung wählen ließ, nämlich nach Cadiz zurückzukehren. In meiner Bestürzung und Verwirrung entscheide ich mich für diese Option. Ich glaube nicht mehr an einen Erfolg meiner Mission. Ich verberge nur noch meine Gefühle. Die kombinierte französisch-spanische Flotte ist in ihrer Gesamtheit nicht mehr kampffähig. Das groß angelegte Ablenkungsmanöver endet in Cadiz. Nach endlosen Monaten auf hoher See löst der Anblick des Festlands allgemeine Hochstimmung unter den Männern aus. Bald wird Cadiz sie mit offenen Armen empfangen. Schon grüßt die Stadt sie aus der Ferne. Zum selben Zeitpunkt wendet sich die große Armee vom Ärmelkanal ab. Der Kaiser hat die Hoffnung auf mein Eintreffen in Boulogne aufgegeben und ändert seine Pläne. Er visiert nun Mitteleuropa an, wo die russischen und österreichischen Truppen ihn Gewehr bei Fuß erwarten. In wenigen Wochen werden sie in Austerlitz stehen. Gedanken über Gedanken gehen mir im Kopf herum. Wie soll ich die mir anvertraute Mission erfüllen, wenn mich ständig alle möglichen Sorgen plagen? Wir werden nicht ordentlich mit Nachschub versorgt, es fehlt an Nahrung und Munition. Der Sold trifft nicht ein. Unsere Schiffe weisen schwere Schäden auf. Das Schiffslazarett und die Hospitale sind überfüllt. Skorbut, Ruhr, Lungenbeschwerden, Infektionen.
Die Matrosen bleiben zu Hunderten dem Appell fern. Hinzu kommt die Untätigkeit. Die Mannschaften sind angespannt. Das bei unserer Ankunft so gastliche Hafenviertel von Cadiz entwickelt sich zum bevorzugten Schauplatz von Schlägereien zwischen Franzosen und Spaniern, die zermürbt sind von der bedrückenden Enge, in der 27.000 Mann zusammenleben. Die Streitigkeiten entbrennen trotz des Bündnisses, das unsere beiden Länder eint. Meine Unruhe wächst. Der letzte Brief, den ich vom Marineminister erhielt, macht mich ratlos. Eine Abfolge von Befehlen und Gegenbefehlen. Was erwartet er wirklich von mir? Seine Majestät der Kaiser möchte der Zurückhaltung ein Ende bereiten, die er seiner Marine vorwirft, diesem in der Defensive verharrenden System, das unseren Wagemut abtötet und den des Feindes anfacht. Den Wagemut wünscht er bei allen seinen Admirälen, Kapitänen, Offizieren und Matrosen zu sehen und sagt, wie auch immer das Ende aussehen mag, all denen seine Achtung und Gunst zu, die diesen Wagemut bis zum Äußersten treiben werden. Selbst den Verlust seiner Schiffe wird er hinnehmen, wenn er sie auf rühmliche Weise verliert. Und sollte der Feind vor Cadiz auftauchen, empfiehlt und befiehlt er euch, ihn ohne zu zögern anzugreifen. Als Napoleon erfährt, dass Villeneuve in Cadiz ist, das heißt, als ihm das bestätigt wird, gerät er außer sich vor Wut. Er vertraut ihm nicht mehr. Er beschimpft ihn regelrecht. Er beschließt, dass er seines Kommandos enthoben werden muss, dass er unwürdig ist, dieses Kommando innezuhaben. Zu seinem Nachfolger bestimmt er den Admiral Rosilly, der seit 15 Jahren nicht mehr zur See gefahren ist und das kartografische Institut leitet. Er wird der alte Rosilly genannt. Aber da passiert etwas Erstaunliches. Napoleon verfolgt einen irrwitzigen Plan. Er tut so, als bestätigte er Villeneuve auf seinem Posten, beauftragt ihn mit einer neuen Mission, die darin besteht, ins Mittelmeer einzurücken, und sagt gleichzeitig zu Decret, entsendet Admiral Rosilly als Nachfolger von Villeneuve nach Cadiz. Aber sagt Admiral Villeneuve nichts davon. Napoleon hält Villeneuve für so zaghaft, dass er nicht auslaufen wird und Rosilly ihn somit rechtzeitig ersetzen kann. Aber infolge einer Reihe von Umständen, insbesondere einer Wagenpanne in Madrid, trifft Rosilly mit erheblicher Verspätung in Cadiz ein. 3 Tage, nachdem das Schiff des Admirals Villeneuve ausgelaufen ist. Als Minister Decret Admiral Villeneuve nicht, das heißt scheinbar nicht, davon in Kenntnis setzt, er hat ihm ja diesen berühmten Brief geschrieben, in dem er ihn zum Handeln drängt, hat er, glaube ich, nicht begriffen, bis zu welchem Punkt Villeneuve bereits den Bruch vollzogen hat. Er meint, ihm noch eine Chance zu geben. Die Offiziere, insbesondere die Spanischen, haben stets ihren lebhaften Unwillen hinsichtlich der Idee eines Frontalangriffs gegen die Engländer bekundet. Admiral Gravina rät inständig zur Überwinterung in Cadiz. Er führt den schlechten Zustand unserer Flotte ins Feld und will nichts vom Auslaufen wissen. Ich weiß wohl, dass er die spanischen Interessen vertritt, die sich ein wenig von den unseren unterscheiden. Ich muss sie alle überzeugen. Diesmal spricht das Kräfteverhältnis zu unseren Gunsten. Die Wetterlage ist ebenfalls günstig, sie kann sich in den kommenden Tagen nur verschlechtern. Wir sind uns also alle einig und werden vom selben Elan getragen. An Kühnheit und Mut fehlt es uns nicht. Wir werden sie mit Ehre und Größe in den Dienst unseres Kaisers stellen. Unser Wille wird uneinnehmbar sein. Den Problemen den Rücken kehren und wieder in See stechen, das ist der innigste Wunsch unserer Mannschaften. Wir brechen auf. Die Begeisterung der Matrosen, der Kanoniere, der Schiffsjungen und der Offiziere greift um sich wie Pulverschwaden. Ich bin kein Feigling. Mein Entschluss ist nicht das Ergebnis verletzter Eitelkeit. Ich bin schlicht ein Soldat, der fest entschlossen ist, seinem Erzfeind die Stirn zu bieten. Niemals wird sich uns ein so günstiger Moment bieten wie dieser. Wir haben heute einen Termin mit der Geschichte. Die Stunde des Handelns ist endlich da. An dieser Stelle muss mit einer alten Legende aufgeräumt werden. Bei Trafalgar hat Nelson seine Gegner keineswegs mit einer innovativen Taktik überrumpelt. Mehrere Monate zuvor, noch bevor er von Toulon aus in See stach, hatte Villeneuve seinen Kapitänen mit außerordentlichem Scharfblick beschrieben, auf welche Weise Nelson seinen Angriff gegen sie führen würde. Die Engländer würden sich nicht damit begnügen, ihre Schiffe in einer zu unserer Front parallel verlaufenden Linie aufzufahren, wie es in früheren Zeiten üblich war. Sie würden in mehreren Kolonnen senkrecht auf unsere Frontlinie stoßen, sie an mehreren Stellen auftrennen, um unsere Aufstellung zu fragmentieren und die einzelnen Teile nacheinander niederzukämpfen. Villeneuve war sich in einem solchen Maße der Schwächen seiner Flotte bewusst, dass er sich angesichts eines solchen Angriffs keine andere Maßnahme vorstellen konnte, als die eigene Reihe so dicht wie möglich zu schließen.
Jedes andere Manöver schien ihm zu kompliziert für eine untrainierte Flotte, in der einige Schiffe sogar zum ersten Mal mit kurz zuvor zusammengestellten Mannschaften ausliefen. Nelsons Taktik wies indessen einen entscheidenden Nachteil auf. Die an der Spitze der Kolonnen befindlichen Schiffe mussten sich einige Minuten lang dem intensiven Beschuss durch mehrere Gegner aussetzen, ohne selbst das Feuer erwidern zu können. Aber Nelson wusste, dass die französisch-spanischen Truppen langsam und ungenau schossen. Er musste den Gegner zu einem chaotischen Nahkampf zwingen, wo die englischen Karonaden einen unschätzbaren Vorteil boten. Nur die Briten verfügten über diese kurzrohrigen, großkalibrigen Kanonen, die aus kürzester Entfernung regelrechte Geschosshagel abfeuern konnten. Sie waren sich ihrer Überlegenheit im Schießen und Manövrieren bewusst. Sie rückten mit 7 Dreideckern gegen ihre Gegner vor, die nur über 4 Dreidecker verfügten. Unter diesen Umständen kam die zahlenmäßige Überlegenheit von 33 alliierten Schiffen gegenüber 27 auf britischer Seite praktisch nicht zum Tragen. Es geht eine äußerst schwache Brise bei starkem Wellengang. Jedes Manöver benötigt unendlich viel Zeit. Unsere Schlachtlinie konnte nur mühsam aufgebaut werden. Das Warten wird mir zur Ewigkeit. Mehr als 3 Stunden vergehen, bevor sich die Distanz zwischen unseren beiden Flotten so weit verringert, dass endlich die ersten Schüsse abgefeuert werden können. Fire! Leider erzielen wir kaum Treffer. Die Kugeln verfehlen ihr Ziel und richten kaum Schäden an. Wir benötigen viel zu viel Zeit, um unsere Kanonen zu laden. Dennoch gelingt es uns, die Victory zu treffen. Die Engländer verharren stoisch, ohne das Feuer zu erwidern. Sie warten den günstigsten Moment ab, um uns anzugreifen. Meine Mannschaft verfügt zwar nicht über die besten Waffen, aber über einen unerschütterlichen Glauben an unseren Kaiser. Endlich ist die Victory nur noch eine Kabellänge entfernt. Der große Zweikampf kann beginnen. Nelson ist es gelungen, unsere Schlachtlinie zu durchbrechen. Die übrigen englischen Schiffe dringen durch die mit verheerender Gewalt aufgerissene Bresche. Nelson zieht es vor, auf eines der verwundbareren Schiffe, die Redoutable, loszugehen, das von dem tapferen Kommandanten Lucas befehligt wird. Lucas, ein unerschrockener Kämpfer, hat seine Leute sorgfältig darin geschult, vom Mastkorb aus zu schießen. Er weiß, dass die Engländer diese Schüsse aus der Höhe hassen. Sie fürchten um ihre Segel. Fängt das Tuch einmal Feuer, werden die Schiffe schnell manövrierunfähig. Die Musketiere beider Seiten liefern sich ein erbittertes Duell. Ihrem Kommandanten treu ergeben, wächst die mutige Mannschaft der Redoutable über sich hinaus. 15 endlose Minuten lang wütet das Dauerfeuer unter der englischen Mannschaft. Nelson, von der Kugel eines Scharfschützen verwundet, hat darum gebeten, sein Gesicht mit einem Tuch zu bedecken. Er will vermeiden, dass seine Mannschaft den Mut sinken lässt. Unglücklicherweise für die Redoutable nähert sich von hinten ein englisches Schiff und befiehlt allen Kanonen gleichzeitig zu feuern. Mit einer einzigen Breitseite in nur einer Sekunde werden 200 Mann, bereit, die Victory zu stürmen, rücklings brutal niedergemäht. Ich beschließe daraufhin, die Flagge Nummer 5 zu hissen. Befehl an alle Schiffe zum Angriff. Ich stehe da und warte auf den sicheren Tod, der nicht kommen will. Ich stehe da und sterbe nicht. Selbst diese letzte verbleibende Erlösung wird mir nicht gewährt. Nelson hat sein Ziel erreicht. Er hat es geschafft, das geplante große Durcheinander auszulösen. Unsere Linie ist zerbrochen. Die spanischen und französischen Schiffe sind versprengt. Von jetzt an erlaubt er es sich, mit einem Schiff 2 gegnerische gleichzeitig anzugreifen. Das Kräfteverhältnis verkehrt sich ganz und gar zu unserem Nachteil. Die Katastrophe ist grenzenlos. Mein Schiff, die Bucentaure, ist fast völlig zerstört. Die schwere englische Artillerie hat ein unerträgliches Gemetzel angerichtet. Sie feuert immer wieder und noch heftiger in die bereits sich auftürmenden Leichen. Uns bleibt nicht einmal Zeit, sie über Bord zu werfen. Die Chirurgen sind überfordert. Sie amputieren ohne Unterbrechung, in weniger als 15 Sekunden. Sie müssen sich beeilen, damit der Schmerz überhaupt erträglich ist. Unser Widerstand hat den Gegner überrascht. Sie hatten ein kurzes Gefecht erwartet. Wir haben mehrere Stunden durchgehalten. Als die Feinde unsere Schiffe betreten, sind sie selbst entsetzt über das Gemetzel, das ihre erbarmungslose Streitmacht verursacht hat. Es ist 17.15 Uhr.
Die Schlacht ist beendet. Die Engländer verloren 450 Mann und hatten 1200 Verwundete zu verbuchen. Auf unserer Seite mussten 4700 Mann ihr Leben lassen. 3000 wurden verwundet, mehr als 5000 gerieten in Gefangenschaft. Hunderte der Überlebenden wurden taub. Vielleicht erinnert man sich später einmal an den Verlust der Formidable, der Du Guesclin, der Mont Blanc, der Scipion, der Swiftsure, der San Ildefonso, der Nepomuceno, der Santissima Trinidad, der Argonauta, der Berwick, der Fougueux, der Intrepide, der Bahama, der Monarca, der San Agustin, der Rayo, der Indomptable, der Neptuno, der Aigle, der Aziz, der Redoutable, der Bucentaur und an die Explosion der Achille. Seit 2 Tagen bin ich zurück in Frankreich, aber mein Herz empfindet keine Freude. Es bleibt schwermütig und verlangt nach völligem Alleinsein. Meine Erinnerung verwehrt mir das Vergessen und lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Meine Gedanken sind in Trafalgar zurückgeblieben. Ich spüre noch den beißenden Pulvergeruch in der Nase. Ich rieche noch immer den Geruch des vergossenen Bluts. Ich sehe unablässig die Feuerstöße. Ich sehe die Kanonensalven. Und ich sehe wieder meine Männer vor mir, wie sie ihr Leben für das Vaterland lassen. Die Öffentlichkeit soll wissen, dass ich gern ehrenvoll im Kampf dahingegangen wäre, in Erfüllung meiner Pflicht. Aber wird die Nachwelt verstehen, dass ich mich in einem bestimmten Moment meines Lebens verloren habe? Wird mir jemals vergeben werden? Fluchbeladen harre ich der Dinge. Meine liebe, innig geliebte Freundin, ich hatte dir mitgeteilt, dass ich hier die Anweisungen des Ministers abwarten wollte. Ich habe 2 Briefe von ihm erhalten, aber sie meldeten nur eine Verzögerung bei der Entscheidung des Kaisers in meiner Sache und nahmen keinerlei Bezug auf die Besorgnis, die ich diesbezüglich hege. Ich übe mich also in Geduld, aber du kannst dir meine Lage vorstellen und wie sehr ich innerlich davon betroffen bin. Ich möchte niemanden sehen, bevor der Kaiser sich über meine allzu bekannt gewordene Angelegenheit geäußert hat. Ich bleibe weiter in meiner Herberge, aber möge mich Gott bald hier herausholen, denn lange werde ich es nicht aushalten. Trennte uns doch, meine gute Freundin, nicht eine so große Entfernung, dann könnte ich wenigstens hoffen, dich zu umarmen. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, werden wir uns bald wiedersehen. Ich werde unverzüglich zu dir eilen. Gib mir Nachricht von der ganzen Familie. Ich bereite ihnen so viel Kummer wie auch dir. Adieu, meine liebe, innig geliebte Freundin. Auf ewig dein dich verehrender Villeneuve.